Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Stranded. Wie ihr im Hintergrund seht, habe ich mein Raumschiff, Raumstation, wie auch immer, zumindest schon mal etwas fertig gebaut und habe quasi das Ding mehr oder weniger fast beendet, sage ich mal so. Ich habe hier eine Landeplattform gebaut. Ich brauche dafür Launchpads und ein Dockingpad. Dieses Dockingpad ist halt im Endeffekt das nenne ich mal Station. Punkt. Dieses Dockingpad ist halt im Endeffekt, soweit ich das mitbekommen habe, nichts anderes als eben der Annahmepunkt vom Raumschiff im Endeffekt. Ne? So, dann muss ich hier noch Türen reinmachen. Luftschleusentüren, dass ich hier eben eine luftdichte Kabine habe. Und ich glaube, ich werde hier überall Knöpfe dran bauen. So dass wir dann mit Knöpfen arbeiten können, müssen, dürfen und dass wir hier rein können. Ich habe hier aus Schüssel und Bits, habe ich hier entsprechend aus Holz ein Geländer gebaut, dass ich hier eben nicht runterfalle, wenn ich rausgucken möchte. Dann kann ich nämlich hier draußen frische, gesunde Allluft schnuppern und kann da halt gucken. Habe hier jetzt einen Raum erstellt, in der ich hoffentlich den Warpkern platzieren kann. Ich hoffe, der ist nicht breiter als dieses Ding hier. Dann habe ich hier meine quasi Zentrale sozusagen. Dann muss ich hier nicht keine Tür reinmachen. Könnte ich reinmachen. Dann habe ich hier nochmal, wie gesagt, diesen kleinen Schlafraum, eine Art Küche und wie auch immer. Das werde ich, glaube ich, noch machen. Und hier ist nochmal eine Schleuse, die mich damit nach ganz draußen wieder führt. Alternativ habe ich mir auch gerade so überlegt, könnte man natürlich halt auch hier über die Rakete rausgehen. Allerdings weiß ich nicht, ob das dann eng wird. Muss ich mal gucken. Aber ich kann ja eben halt auch noch fliegen, haben wir festgestellt. So, dann habe ich ein paar Solarpanels gebaut. Ne, die werden uns dann mit Strom da oben versorgen, wobei ich auch ernsthaft im Überlegen bin, ob ich nicht einfach einen Transreceiver mache. Oh, habe ich sogar noch einen. Ob ich den nicht einfach da irgendwo hinballere, dann habe ich dann nämlich auch Strom drin, verstehst du? Das ist so mein Bedenken halt. Ich weiß es nicht. So, was wir diese Folge auf jeden Fall brauchen. Ich muss mal ganz kurz meinen Spickzettel mitnehmen. Wir brauchen auf jeden Fall müssen wir noch ein bisschen was craften, damit wir weiterkommen. Denn wir wollen da oben ja auch atmen. Erstmal machen wir Airlocked Doors. Was ist da der Unterschied? Rule. Ist das gleiche wahrscheinlich. Das heißt, wir brauchen Stahlplatten. Lol. Stahl. Habe ich immer noch nicht gemacht, ne? Oh nein. Okay, alles klar. Das heißt, wir brauchen Stahlplatten, Steel Ingot. Wie machen wir Steel Ingot? Wie war das Segment? Steel Ingot. Ohne Witz. Wir können Stahl nur im Dingsofen machen. Okay. Dann werden wir uns jetzt auf mit Gebrüll. Achso, wir sind falsch. Ha, da war ja was. Ja, Alter, da wirst du gleich beschossen, ne, die Arschgeigen. Und, ups, bis ganz unten durch. Nix schlecht. So, irgendwo hier war es die Möglichkeit, Stahl zu machen. Hallo, Stahl. Und wir brauchen Holzkohle. Hallo, Holzkohle. Haben die eine neue Textur bekommen? Nicht schlecht, Herr Specht. Ist mir doch gar nicht aufgefallen. Läuft. So, pass auf, dann können wir nämlich eigentlich hier auf dieser Baumfarm uns mal so ein bisschen Gedöns mitnehmen und können daraus neue Holzkohle machen. Weil nur mit Holzkohle kann man eben halt diesen Stahlzeug machen. Das heißt, wir können eigentlich mit einem Alloy-Smelter sollte ja eigentlich Holzkohle produziert werden. Okay. Dich brauchen wir noch. Zack. Und Rinnenbüchs. So, geht relativ fix. Dann haben wir es nämlich gleich im System drin. Das finde ich auch voll in Ordnung. Und dann haben wir ein bisschen
Holzkohle über, die wir dann hier zuführen können. Haben hier zum Beispiel schon mal wieder ein Steel-Ingot. Ich weiß, man kann das irgendwie nochmal beschleunigen. Wenn mir das einer nochmal schreiben könnte, wäre ich super mega dankbar rüber. So, pass auf, wir brauchen eigentlich nicht viel, aber ein paar Stahlplatten. Da ist nur noch Gold. 1, 2, 3, 4, 5. So geräuschlos hier heute. So, kurz abwarten, dann können wir nämlich die Stahlplatten machen. Das heißt, nein, wir brauchen noch mehr, ne? Nein, verdammt, warte mal. Wir brauchen ja noch mehr. Pass auf, die können wir jetzt eigentlich alle laufen lassen. Weil wir brauchen ja wirklich überall Türen. Es ist ja nicht nur, dass wir eine Tür brauchen, wir brauchen ja mehrere Türen. Alter. Stimmt. Jetzt habe ich sie drin reingesetzt, ne? Mann! habe ich hier irgendwie Boutons? Habe ich nicht. Habe ich nicht, habe ich nicht. So, dann machen wir einfach banale Stein. Knöpfe, zwei Stück, ne? Einen für drin, einen für draußen. Alter. Das heißt, wenn ich die jetzt abbaue, ist sie nicht weg. Okay. Coolio. Okay, das heißt, wir haben jetzt eine vernünftige Knopflösung gebaut. Können rein und raus. Das ist schon mal in Ordnung. Das gleiche müssen wir hier und hier auch noch machen. Und natürlich da drüben auch noch. Das heißt, wir brauchen noch fünf Türen. Fünf Türen, das heißt einmal ratzfatz wieder hoch. Dankeschön. So. Oben. Da. So, pass auf, dann geht das jetzt ganz schnell weiter. Dankeschön. Oder auch nicht. 1, 2, 3, 4. Zwei Türen. Mehr kann man nicht bauen. Okay. Immerhin etwas. Wo müssen wir hin? Da. Halt. So. Immerhin etwas. So kommen wir zumindest ein bisschen weiter. Ich würde dann glaube ich auch gerne das machen wir so. Das machen wir so. Okay. Ich würde glaube ich dann auch gerne weiter fortfahren mit so? Ey! Ich will rein! Was? Ohne Witz. Das ist jetzt hier nicht dein Ernst. Aha. Ey, das wäre es jetzt gewesen? Wenn die Türen nicht mehr funktioniert hätten. Okay, das heißt, hier haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal eine Luftschleuse, wo wir links und rechts rausgucken können. Wo wir links rausgucken können. Und ja, können halt hier ein bisschen runtergucken. Das ist schon in Ordnung. Können ein bisschen Aussicht genießen. Ein bisschen was fürs Auge muss ja auch sein. So, pass auf. Dann würde ich jetzt, glaube ich, ganz gerne mal einen Oxygen-Vent bauen. Und den muss ich mir überlegen, wo ich den hinsetze. Den Oxygen-Vent, damit wir hier auch überall Luft drin haben. Das muss ja auch noch mit sein. Und jetzt weiß ich nicht, ohne Witz, ich weiß es jetzt gar nicht. Geht der hier auch durch? Das müssen wir dann rausfinden. Das müssen wir auf jeden Fall rausfinden. So, pass auf. Oxygen-Vent. Oxygen-Vent. So, das ist dieses Ding. Eieiei. Was haben wir? Natürlich wieder nur die Hälfte. Ja, geil. Ich brauche Stahl, ne? Lol. Stielplatten. Steel Rod. Okay, das können wir erst. Alter, was brauche ich denn da alles? Nicht schlecht, Herr Specht. Und da brauchen wir auch. Da brauchen wir ja Stahl ohne Ende. Okay, das ist das, was wir nächstes Mal bauen.
So, dann brauchen wir Carbon Collection, soweit ich das weiß. Ich habe mir so ein bisschen was aufgeschrieben, aber es ist auch wieder Iron. Okay, Iron ist cool. Iron ist cool. Weil da habe ich ein bisschen was von. Iron ist cool. Das heißt, wir brauchen 6. Zwölfmal von diesen Platten, weil ich würde mir, glaube ich, gerne 2 Stück bauen. Ich weiß nämlich nicht, inwieweit ja, okay, alles klar, den haut er durch. Ich weiß nämlich jetzt nicht, inwieweit ein so ein Ding für mich für, oder überhaupt für das ganze Raumschiff reicht. Ich weiß es echt nicht. Deswegen würde ich das, glaube ich, ganz gerne so machen. Das sind jetzt Filter, Kohlefilter sozusagen, die quasi die Luft wieder reinigen und befreien von schädlichen Partikeln. Dafür brauche ich das. Das ist dieses komische Ding. Ja, Stahl muss ich jetzt zusehen, dass ich das weitgehend produziere, dass wir dann nächste Folge den Oxygen-Vent machen können. Alter. Und wir quasi dann eben diesen Antrieb haben. 1, 2. So, ich weiß jetzt nicht, muss ich denn davon noch mehr machen? Das weiß ich gar nicht. Muss ich davon noch mehr machen? Hä? Aber der hat keine Verschleißerscheinung. Wenn ich den jetzt hier im Chemical Reactor reinpacke? Ach so, wenn der aufgebraucht ist, dann kann ich den damit wieder heile machen. Oder wie war das? Ah, okay. Ich lasse mich überraschen. Ich lasse mich echt überraschen. Vielleicht mache ich auch tatsächlich noch ein bisschen mehr. So, pass mal auf. Dann können wir nämlich hier in unseren kleinen süßen Rucksack das mal reinpacken. Pass mal auf. So, dann würde ich gerne... diesen komischen Scrubber, dieser Scrubber, CO2-Scrubber. Achso, das ist wieder Stahl, Iron Bars. Ja, okay, alles klar. Das ist ja dieses Ding. Oxygen Vent, der braucht das auch, ne? Alter. Da geht's da richtig ab. So. Altitude Controller Machine, Basic Circuit. Was haben wir davon? Ey, cool. So, dann haben wir den schon mal. Dann brauchen wir einen Gravity Controller. Das wird dann wohl... Wo ist da der Unterschied? Ah! Hä? Jetzt ist die Frage, welchen soll ich denn bauen? Also theoretisch gesehen, das hier wäre der günstigere. Der bestimmt quasi die... Die Gravität, also sprich das... ja, die Anziehungskraft sozusagen, damit ich entweder springen kann wie Bolle oder fest auf dem Boden bleibe, weißt du? Quatsch. Wieso schreibst du nicht hier unten? So, da brauchen wir noch den Orientation Controller, das heißt der, ja, damit wir wissen, wo der hingeht sozusagen. Damit wir immer wissen, wo wir auch sind, wo wir uns befinden. So, den haben wir auch. Das heißt, ob wir auf dem Kopf liegen oder ob wir gerade sind, ob wir im Norden, im Süden, im Westen oder wo auch immer. Das ist quasi dieses Ding.
So, den können wir ja schon mal machen. Das heißt, wir brauchen ja eh noch Stahl. Ohne Stahl können wir nicht gar nichts machen. Das heißt, ich muss jetzt echt erstmal warten, bis Stahl produziert wurde. Guck mal, wir nehmen den kurzen Dienstweg. So, jetzt ist nämlich die große Frage. Wo packen wir das hin? So, jetzt haben wir hier alle drei zusammen. Und ich glaube nicht, dass wir hier Strom brauchen für, weil das funktioniert ja so. Es sind ja nur Anzeigen im Endeffekt. So, pass auf, dann Gravity 10, okay. So, das heißt, also grüner Bereich scheint ja immer alles okay zu sein. Hoffe ich zumindest. Okay, also wenn man da abbaut, dann wird er wohl resettet. Das ist, glaube ich, nicht verkehrt. Doch, das passt. So, jetzt haben wir noch die Möglichkeit, hier oben natürlich Stromkabel zu verlegen. Da muss ich aber nur noch mal rausfinden, brauche ich denn hier wirklich komplett alles voller Strom? Ich weiß es nicht. Advanced. Und dann haben wir hier diese Cable Energy Pipe. Die nehmen wir auch nochmal mit. Und dann verkabeln wir hier einfach mal alles. Verbinden die sich? Die verbinden sich gar nicht. Lol. Warum verbinden die sich nicht? Mache ich das umsonst? Das wäre jetzt doof in der Tat. Muss ich ja ganz ehrlich sagen, warum verbinden die sich nicht? Habe ich jetzt keine Chance hier auf Strom? Das wäre jetzt in der Tat etwas doof. Warte mal, wenn ich jetzt Konduits nehme. Verbinden sich auch nicht. Okay, alles klar. Das wollte ich nur wissen. Dankeschön. Ja, da muss ich nochmal gucken. Also wenn ihr da eine Idee habt, warum die sich nicht verbinden, oder ist das nur ein Anzeigefehler? Weil das wäre jetzt echt doof. In der Tat, das wäre echt doof, muss ich sagen. Also ich habe hier nur normale Solarpanels gemacht. Wie gesagt, wenn ihr wisst, warum die sich nicht verbinden, bitte mal ins Kommentar rein. Das wäre voll gut. So Leute, ich werde jetzt hier offscreen noch ein bisschen Stahl weiterhin produzieren. Wobei die Decke hier sieht schon echt cool aus. Irgendwie so ein bisschen oldschool, ne? Und werde dann eben mit dem Stahl, was ich dann produziert habe, die restlichen Maschinen noch bauen und werde dann auch die Türen noch machen. Die letzten zwei, dass wir hier auch alles zu haben, das ist, glaube ich, nie verkehrt. Freunde, wenn euch der Pack gefallen hat, lasst eine Bewertung da. Danke fürs Zuschauen. Bis morgen. Ciao.